Die Rockets. Die Rockets. Die Raketen. Genau. Ja, echt. Wow. Space Shuttle, Digga. Schon eigene Merch und sowas. Krass. Ja. Also das ist jetzt nicht unser eigener Merch, aber wir haben eine eigene Merch. Was? Krass. Was seid ihr denn, ey? Ihr seid die Rockets. Wo seid ihr her? Also wir sind aus Niederbayern, Bayerischer Wald. Ja. Ich bin der Simon. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin der Philipp und ich bin auch 12. Ich bin der Leon, 12 Jahre alt. Also ich bin der Jakob, ich bin 13, der Band-Opa. Dass ihr das schon sagt. Liebe Rockets, wie lange spielt ihr denn schon zusammen? 1,5 Jahre, glaube ich. Jetzt. Macht ihr auch noch was anderes zusammen? Ja, also ziemlich viel. Wir haben so zum Beispiel miteinander Fußball. Allgemein ziemlich viele Hobbys, Formen an Vorall und so. Also. Was hat er denn gesagt? Alvaro versteht kein Wort. Ich brauche einen Übersetzer, tut mir leid. Guck, Alvaro, aber du sprichst Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Japanisch. Und warum verstehst du die Jungs nicht? Also manchmal ist es so, die einfachsten Sachen sind manchmal bayerisch sehr schwer. Bei Bayerisch hapert es dann, ja? Ja. Dann das aber es ist doch nicht so schlimm, weil Alvaro hat sich eh nicht umgedreht. Genau, es wäre bei mir richtig schwierig mit der Kommunikation. Ich bräuchte dann immer einen Übersetzer neben mir. Jungs, ihr wisst, wenn es hier weitergeht, ja, könnt ihr euch natürlich nicht mehr ausruhen auf AC/DC-Songs. Jetzt braucht ihr natürlich auch ein Team, das sich auskennt. Da solltet ihr euch wirklich gut überlegen, wo ihr hingeht. Ich weiß nicht, was der Vincent da zu bieten hat. Bei uns wäre das auf jeden Fall ziemlich aufregend. Also ziemlich richtig aufregend. Am Platz. Also wir teilen auf jeden Fall den gleichen Musikgeschmack. Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste. Weil ich weiß, man sieht es mir nicht an und man denkt es von mir nicht. Aber ich komme ja eigentlich nur aus der Rock- und Metal-Szene. Und bei mir seid ihr musikalisch auf jeden Fall genau richtig. Und ich kann auf jeden Fall auch zur Band viel beitragen. Also bitte, bitte behaltet euch das auch bei. Bleibt als Viererkonstellation zusammen. Weil in Bands gibt es das ganz oft, dass Meinungsverschiedenheiten da sind. Ich meine, es gibt auch einen Grund, warum die Fantas hier nur zu zweit sitzen und nicht zu viert. Was lacht ihr da? Ich fand das völlig so gut und Und deswegen haltet als Band zusammen und macht es auch zusammen. Trefft Entscheidungen zusammen, seid mit allem happy, was ihr meint. Und ihr seid ein gutes Team. Und als Team können wir hier bei mir im Team Vincent auf jeden Fall auch in die Battles steigen. Okay, liebe Rockets, müsst ihr euch nochmal untereinander beraten? Habt ihr schon einen Plan? Habt ihr euch schon vorher was überlegt? Wir haben uns. Okay, ja, sag du dann. Du hast gesagt, dieses Song. Also gleichzeitig. Also wir haben uns ja schon wegen was überlegt, deswegen ist das jetzt auch ziemlich schnell gegangen. Auch wenn beide Angebote sehr verlockend waren.
haben wir jetzt eine Entscheidung getroffen und die wird jetzt Simon jetzt verkünden. Ah. Ja. Wir haben uns für Team Michi und Smudo entschieden. Sehr schnell. Sehr gut. Oh, du bist aufgeregt, Team Fanta Backpack. Wir freuen uns mega. Komm, gebt mal alle High Five. Next. Bam. Herzlich willkommen in Team Fanta. Geil, dass ihr dabei seid. The Rockets. Bam, bam, bam.